Hallo, herzlich willkommen, ihr Lieben, zurück zu freiheitdurchwahrheit.de. Und heute wieder mal mit einem ganz spannenden Thema. Und zwar dreht es sich heute um Atlantis und Poseidon. Wo sind die Zusammenhänge und was bedeutet überhaupt der Begriff Poseidon? Wie könnte man ihn ableiten und den Begriff in seinem Ursprung definieren? Jetzt geht's los. Ja, ihr Lieben, Poseidon, der Gott mit dem Dreizack, den hat man später verunglimpft, indem man den Dreizack jemand anderem in die Hand gedrückt hat. Ihr wisst, von wem ich spreche. Poseidon galt tatsächlich früher als der Zwillingsbruder von Zeus. Und vielleicht haben diese ja eine gemeinsame Quelle oder waren ein und der gleiche. Das steht auch zur Debatte. Auf jeden Fall führte Poseidon ursprünglich jedoch einen Donnerkeil. Das ist interessant als Waffe und keinen Dreizack. Beziehungsweise kein Blitz. Es war ein Stein, der aus dem Himmel fiel und alles Leben vernichtet. Und hier können wir als Quelle auch wieder auf einen Himmelskörper schließen. Die Sage um den eventuellen Phaeton-Absturz basiert ja ebenso auf einer solchen Naturkatastrophe. Könnte aber auch eine andere gewesen sein. Vielleicht erinnern wir uns an Band 1 von meinem Buch, wenn das unsere Ahnen wüssten, in dem habe ich nämlich das ganz genau beschrieben, dass ein Stein des Phaeton, welcher auf die Erde fiel, in der Kaaba in Mekka eingemauert sein soll und bis heute verehrt wird von Menschen, die links herum um diesen Stein wandern oder pilgern. Man erkannte ihm aber irgendwann die Gewalt über Feuer und Erde ab und gab ihm die Macht über das Wasser. Und Poseidon galt, wie wir zwischenzeitlich ja wissen, auch als oberster Gott von Atlantis. Mhm. Die Wortherkunft, die klären wir gleich, des Wortes Poseidon, bestehend aus P, Os, Ei und Don. Da gehen wir jetzt drauf. Das P stammt ab von Per, dem Allvater. M, Ma, wäre die Allmutter. Das sehen wir auch im heutigen Wörtern wie Pater, Patriarch. Ne? Und es ist halt männlicher Natur, wogegen das M der weiblichen Natur entspricht. Und Us, die nächsten beiden Buchstaben, stehen vermutlich nach dem keltischen mit der Rune Ansus, As, Os oder Os mit Doppel-S in Verbindung. Und diese Rune symbolisiert das Göttergeschlecht der Asen, also einen Herrscher. Sie ist nun mal auch die Rune Odins, nur so nebenbei. Sie steht für göttliches Wissen und die Kommunikation mit den Göttern. Und die Bedeutung des Wortes Dan und Don kommt als nächstes. Ja, P, Os, Ei kommen wir gleich noch zu. Nehmen wir zuerst das Don. Dan steht für Wasser. Und das ist in ganz vielen Namen von Flüssen und Ortschaften heute noch verankert. Ein paar Beispiele. Danube, Donau. Rhodanus, die Rhone. Eridanus, die Eider. Don, ossetisch für Fluss. Dane, Danu, ist persisch für Fluss. Dnepr, Danapris, Dniestre, gleich Danastrus,
Don Tami, das ist in Burma, Dun Beathwater und Dun Eatonwater in Schottland, Dunajec in Polen und in Tschechei, Düna in Lettland, Donne im Reinhardswald, Dauden in der Eifel, Dune, Dene, Donabrium und Donicum in Südfrankreich, Dan in der Pfalz oder Dan in England und Dan in Indien und so weiter und so fort. Wasser, Fluss. Das Wort Ei, das finden wir ganz, ganz, ganz viel immer noch und das steht für Insel. Wir haben es zum Beispiel noch bei Orkney oder Ei oder Northern Nai haben wir es drin. Es bedeutet Eiland, Ei, Eiland. Also, fassen wir jetzt zusammen. P steht für den Allvater und das männliche Prinzip. Os steht für das Göttergeschlecht der Asen, dem Herrscher der Asen. Ei ist die Insel, das Eiland. Und Don, Dan ist das Wasser. Also, der männliche Allvater aus dem Geschlecht der Asen, einem Herrscher auf einer Insel im Wasser. So einfach kann Sprache und Übersetzung sein. Für mich erschließt sich das und für mich ist das auch sehr logisch. Poseidon war zum Beispiel auch der Gott der Amazonen und die waren weiblich. Deswegen haben sie das P vorne weggelassen für den Vater, für das männliche Prinzip, für den Allvater, also Poseidon. Das war dann der Gott der Amazonen, welcher vermutlich auch vor allen Dingen in Nordafrika unterwegs war. Und diesen Gott haben die Griechen von den Libyern kennengelernt und die Libyer wiederum von den Kelten und lange Zeit hinweg beherrscht und beeinflusst. Dass die Berber von den Kelten abstammen, haben wir ja in einem eigenen Beitrag schon geklärt. Das habe ich auch tatsächlich vor einiger Zeit von einer Dame bestätigt bekommen, die mit einem der Berbervölker in Marokko verheiratet ist. Wir wissen auch, dass die Berberschrift, die Tuaregs sprechen und schreiben, auch von der Tifinang-Schrift abstammt. Die Amazonen hatten bis in die Neuzeit tatsächlich immer noch eine historische Rolle in Libyen. So nannte der ehemalige König von Libyen, Muammar al-Gaddafi, seine Leibgarde, die nur aus Frauen bestand, die Amazonengarde. Es war eine elitäre Garde aus über 40 Frauen, welche Jungfrauen gewesen sein sollen und zum Schutz des Revolutionsführers dienen. Der ehemalige Nahostexperte Peter Scholl-Latour bestätigte, dass man Gaddafi mit Eisenstangen im Namen der Demokratie gepfählt hat. Man hat sich seitens der westlichen Welt diesem Mann an den Hals geworfen, bis er nicht mehr nötig war und ein Hindernis darstellte. Sarkozy, Schröder, Blair, die USA, die haben ihm den Teppich ausgerollt. Kann es Zufall sein, dass man das wohlhabendste Land Afrikas tatsächlich einfach so gestürzt hat? Es ist wirklich nicht zu leugnen, dass dieser Krieg gegen Libyen völkerrechtswidrig war. Es gab kein UN-Mandat. Ebenso wurde explizit durch diesen Krieg eine unfassbare Flüchtlingswelle losgetreten. Libyen, ihr Lieben, hatte den höchsten Lebensstandard Afrikas. Das hat man uns in Europa nicht erzählt. Und er verstaatlichte das Erdöl, ließ westliche Ölfirmen damit nicht in sein Land. Er hatte die größten Erdölreserven Afrikas. Er schuf Wohnraum für Obdachlose, setzte positive Sozialreformen durch und verbesserte die Menschenrechtslage. Die Stellung der Frauen wurde unter seiner Führung gestärkt. Frauen hatten derzeit nämlich als einzige in einem arabischen Land der damaligen Zeit ein Recht auf Erziehung, Arbeit, Scheidung sowie Eigentum und Einkommen. Viele Frauen studierten und mussten ihren Gesichter nicht verschleiern. Er sah Frauen als Stütze der Gesellschaft. Es gab Bargeld für Kinder und freie Tagesstätten, freie Gesundheitszentren und die Rente mit 55. In Libyen zahlte man auch nichts für Strom und Wasser. Ihr seht, es ist nicht immer alles so, wie man uns das in den Qualitätsmedien verkaufen will. Im Grunde scheinen die Medien ja nur ein Machtinstrument darzustellen, um uns massiv zu täuschen und die Wahrheit zu verbergen. Ich könnte schon fast wetten, dass das alles euch damals über Libyen in den Medien nicht erzählt wurde. Jetzt kommen wir zu Gigantia. Gigantia soll vor der afrikanischen Küste gelegen haben und auf den Gott Poseidon zurückgehen. Denn Poseidon beherrschte die Riesenschmiede, und zwar der Zyklopen. Halbgötter rätselhafter Herkunft. In Homers Odyssee
heißen sie die Söhne Poseidons. Und man spricht oft von der Insel Malta, aber vor allen Dingen, was ich auch mehr glaube, stehen die Azoren im Gespräch. Und Poseidon herrschte über Atlantis. Die Berber, die Nachfahren dieser atlantischen Auswanderer, übersetzen den Wortstamm Atl noch heute mit Wasser. Und natürlich sind die alten Atlanter, nachdem ihr Land zerstört wurde, in sämtliche Himmelsrichtungen ausgeströmt. Das ist doch logisch. Und so finden wir später auch den Begriff bei dem Hunnenkönig Attila wieder. Atli wurde aber auch als Beiname dem Gott Thor gegeben, den die Griechen wiederum Herakles nannten. Und die Wikinger, das ist auch ganz spannend, nannten ihr ehemaliges, untergegangenes Land ebenso Atli, also Atlantis. So, heute mal ein ganz kurzes Video, einfach zum Thema Poseidon, dem Wortstamm, der Wortherkunft und was hat das mit Atlantis zu tun und den nachatlantischen Auswanderern. Ihr Lieben, alles Gute, ein wunderschönes Wochenende und seid gesegnet.